Attention, please. You are listening to your number one podcast called Business Boulevard. 3, 2, 1. Herzlich willkommen zum Podcast Business Boulevard. Mein Name ist Tom Illauer. Auch wieder dir herzlich willkommen. Heute haben wir Dienstag, den 28.08. Ich sitze gerade auf dem Montag noch hier gerade auf dem Sofa und nehme diesen Podcast auf. Es regnet wie Sau und ich will deine Zeit nicht verschwenden. Wir starten direkt in die News. Wir fangen an mit geplatzte Internetblase. Ist das ist ein ziemlich cooler Bericht von gestern auf T3N und es geht um den TechDAX. Und zwar damals 2000 ist ja die Internetblase geplatzt. Die Investoren hatten vorher super viel Geld in den Markt gepumpt. Alles, was mit digital und Internet zu tun hatte. Da wurden Millionen investiert. Der Nasdaq, also der amerikanische Tech-DAX, ist explodiert. Offiziell war er wie 2003 auf der höchsten Spur und jetzt hat man so ein bisschen in den geguckt, was ist seitdem passiert und das fand ich super interessant. Was ist da los? Konkret wurde während der offiziellen Handelszeiten das Allzeithoch von 2983 Punkten erreicht. Das heißt, nachbörslich ging es am Freitagabend noch über die 2990 Punkte. Und seit Jahresbeginn verbucht der TechDAX damit immerhin ein Plus von 18%. Und wenn man das vergleicht, während der große DAX, der bewegt sich oder stagniert ja schon seit Monaten. Naja, und wegen diesem Auswärtstrend ist es halt so, dass viele Unternehmen davon oder es sind einfach zwei, drei Unternehmen davon sind, die den TechDAX gerade in die Höhe packen und das ist zum Beispiel Wirecard, haben wir schon mehrfach darüber berichtet, die ja den Aktienwert von der Deutschen Bank erreicht hatten, da gibt es aber auch noch mehrere und die Rallye bei diesen gesamten Technologieaktien, die beschleunigt sich halt ziemlich weltweit. Das sagt zumindest Christian Kahler. Das ist der Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Und laut einem Bericht vom Handelsblatt sehen die meisten Analysten irgendwie kein Ende vor diesem Tech-DAX. Und an den Börsenwert der US-Technologieriesen, da reichen diese deutschen Tech-DAX-Firmen immerhin noch nicht natürlich ran. Haben wir auch schon mal drüber berichtet. Apple hatte zuletzt als erstes Unternehmen der Welt 1 Billion US-Dollar an Wert. Amazon hängt bei 900 bis 950 Milliarden, wird es also demnächst auch erreichen. Und wir haben ja so hier Deutschland jetzt nicht so viel. Europa zumindest immer noch mal Spotify. Dann gibt es eine Nachricht von der Deutschen Bank. Und man kann sagen, das ging am Freitag los. Das war ja der letzte Tag und es war eine sehr turbulente Woche. Und es geht auf die VC-Deals. Und da ist, gucken wir mal kurz, einmal drin MatchaU. Das ist ein Startup. Und zwar, die waren in dem Inkubatorprogramm von ProSiebenSat.1 drin und ProSiebenSat.1 investiert 1,3 Millionen Euro Werbebudget in dieses Münchner Startup MatchaU und ist somit Werbepartner des Unternehmens. Die Summe, die wird für die Kampagne genutzt, Fernsehen, Online, Video, digitale Out-of-Home, was man halt so macht, Influencer-Marketing, dies, das, Ananas. Dann, gestern darüber berichtet, über Maschmeyer, seine Beteiligungsgesellschaft Alzen Capital und zusammen mit Bayern Capital investieren 9,5 Millionen Euro in das Startup für selbsterlernende Software, nennt sich XB Labs. Das wurde im Jahr 2000 gegründet, soll Forschungs- und Technologieunternehmen helfen, für die Analyse großer Mengen unstrukturierter Texte und Bilddateien. Und das soll erstmal in Personal und Finanzen gehen. Ja, und wie eben schon gesagt, die Deutsche Bank, die sichert sich mit einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag insgesamt 10% an dem neuen Fintech Modo Payments
Und Modo Payments will die Technologie des Fintech nutzen, um Zahlungen an mobile Geldbörsen direkt auszuführen. Ist ja mittlerweile, glaube ich, schon die über 100. Beteiligung der Deutschen Bank. Dann kommen wir mal zu einer Managerpersönlichkeit. Und zwar geht es um Andreas Dombrett. Und zwar, mit den neuen Posten kann der Deutsch-Amerikaner vor allem sein weitreichendes globales Netzwerk weiterpflegen. Warum? Er übernimmt ein Beratermandat in Tokio und London. Er selber hat das wohl nicht kommentiert und verweist lediglich darauf, dass es ihm sehr gut gefallen hat, ja, in den vergangenen Monaten einmal nicht in der Öffentlichkeit zu stellen. Es ist ja irgendwie alles kein Zufall, wenn ich das mal so formulieren darf. Er war ja, oder wenn du Manager warst, dann bekommst du ja immer eine Sperre, meistens von 6 Monaten. Das heißt, in diesen 6 Monaten darfst du nicht zum Wettbewerber gehen und auch keine andere operative Tätigkeit aufnehmen. Und der Dombrett hatte schon vor einem Jahr halt für sich entschieden, keine zweite 8-jährige Amtszeit zu nutzen. Habe ich vergessen zu erwähnen. Er war an alle Nicht-Banker. Er war Vorstandsvorsitzender der Bundesbank. Er sagte im April 2018 noch zu dem Handelsblatt, dass er sich nicht zur Ruhe setzen will, sondern die vorgeschriebene Auszeit dazu nutze, sich in Ruhe Gedanken zu machen, und ein Vorruhestand widerspräche seinem Gemüt. Was hat er so gemacht? Ja, nach dem Studium hat er Betriebswirt studiert. Dann ging er zur Investmentbank, dann zur Deutschen Bank, JP Morgan, Bank of America. Und 2010 wechselte er zur Bundesbank und machte da Karriere. Und für den amerikanisch geprägten Banker war der Wechsel von der Privatwirtschaft zur öffentlichen Hand weder ungewöhnlich noch ehrenrührig. Und so berichten Ex-Kollegen, dass er auch für die nächsten Karriereschritte für beide Seiten offen war. Also, ich glaube, es ist halt so, einmal Manager, nie mehr arbeitslos. Du findest immer Mandante, Aufsichtsräte und so weiter, wo du Geld verdienen kannst. Dann kommen wir noch einmal zu Tesla. Letzte Woche ja auch schon mal drüber berichtet, dass es Gerüchte gibt, dass das Delisting jetzt doch nicht stattfindet. Als Zusammenfassung, er hat bei Twitter auf seinem Privataccount mitgeteilt, dass bei 420 US-Dollar Aktienkurs das Delisting passiert. Das heißt, er nimmt Tesla von der Börse. Das Ganze sollte von einem saudi-arabischen Scheich refinanziert werden. Das hätte so bei 70 bis 80 Milliarden Euro gelegen. Die Börsenaufsicht hat ihn dann und 7 andere Vorstände einmal eingeladen zum Report, weil da natürlich gewisse Schemata und Prozesse ablaufen müssen für Informationen an die Investor Relation, und man darf das nicht einfach auf dem privaten Account von Twitter machen. Man spricht jetzt angeblich von einer Strafe von bis zu 250.000. Auch Apple war wohl im Gespräch. Einer der Investoren von Apple hat gesagt, dass die ihm vielleicht helfen wollen. Aber es steht jetzt wohl doch fest, der Börsenrückzug ist abgeblasen. Die Entscheidung von Elon Musk, ja, die gesamte Privatisierung von Tesla aufzugeben, ist jetzt wohl aufgegeben, dürfte aber ja noch ein paar einige unangenehme Fragen nach sich ziehen. Der rasche Rückzug von der Privatisierungspläne nach einmal 3 Wochen, das wirft natürlich so ein paar Fragen auf, wie es überhaupt mit der Finanzierung des Delistings bestellt war, und sollte sich die Behauptung Funding secured, also Funding gesichert, sollte sich das als großes Geschwätz herausstellen, dann droht Musk auf jeden Fall eine Anklage wegen Marktmanipulation, weil er Twitter gesagt hatte, er hat einen Finanzierer. Wenn er jetzt aber feststeht, dass er es nicht hat, dann ist es klar eine Marktmanipulation. Ja, das sagt zumindest auch die US-Börsenaufsicht, SEC, also Securities Exchange Commission. Und die haben bereits eine Untersuchung angekündigt. Dazu sollen dann halt auch die gesamte Führung von Tesla befragt werden. Und man muss sagen, durch diesen Tweet verloren die sogenannten Shortseller
die so auf dem, wie sagt man das, auf dem Kursrutsch der Aktie wetten, mehr als 2 Milliarden Dollar, und das ist auch schadensersatzpflichtig. Also schon ziemlich krass. Elon Musk hat sich in den vergangenen Wochen sehr dünnhäutig und ja gereizt anscheinend gezeigt. So heißt es hier weiterhin in diesem Bericht. Also ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Dann kommen wir zu einer kleinen Nachricht. Und zwar wurde ich gefragt, Tom, wenn du Aktien, also von einem Zuhörer, vielen Dank dafür nochmal übrigens an Max, wenn du auch eine Frage hast, schick mir einfach eine Frage per E-Mail oder per Zing, einfach in die Shownotes gucken. Und er sagte, welche Aktien würdest du kaufen? Und da gibt es von mir 3 Tipps. Punkt 1 ist immer noch der Technologie- und Digitalmarkt, Facebook, Apple und Amazon beispielsweise, also die GAFA-Welt. Warum? Also ich bin großer Fan von Amazon. Warum? Amazon macht jetzt die nächsten Schritte. Also wir haben 1 Million Voice-Geräte in Deutschland, bald 100 Millionen auf der Welt. Sie sichern sich den Kundenzugang. Sie haben Ring gekauft, eine intelligente Türklingel, so dass der Paketdienst die Sachen direkt reinbringen kann, auch wenn du nicht zu Hause bist. Sie öffnen jetzt ihre Plattform als Advertiser, das heißt, du kannst retargeten auf Kunden, die auch andere Produkte gekauft haben und so weiter. Also ich glaube, das ist eine Riesenchance. Punkt 2 ist, alles was Warren Buffett macht, würde ich nachkaufen im kleinen Portfolio und das ja Portfolio nachbauen. So eine Sachen wie Coca-Cola. Er hat da mal wieder recht gehabt. Zum Beispiel kamen letztens die Zahlen raus, Coca-Cola Zero gehört mittlerweile fast zu 35% des Gesamtumsatzes. Also die haben den richtigen Riecher gehabt. Und der Firma geht's fantastisch. Genauso wie McDonald's hat er ja auch groß. In Apple hat er nochmal nachgeschossen. Das sind die Sachen. Und dann würde ich mir natürlich immer nochmal angucken, als dritten Tipp, wo gibt es Manager, die sich selber mit eigenen Firmenanteilen zudecken. Und das ist zum Beispiel in letzter Zeit passiert. Zum Beispiel der ProSiebenSat.1-Chef, der hat vor kurzem nach Veröffentlichung der Quartalszahlen Aktien für mehr als 1 Million Euro gekauft. Das ist natürlich ein deutliches Zeichen. Nicht nur er, sondern da gibt es natürlich auch andere. Zum Beispiel der Ex-Chef des Staubsaugerherstellers Dyson und. Also genau sowas würde ich mir angucken. Die haben die Insider-Werte, die würden ihr Jahresgehalt nicht einfach so auf den Kopf hauen. Also sowas würde ich mir angucken. Dann fand ich einen Bericht über die Höhle der Löwen. Das geht ja am 6. glaube ich wieder los. Und zwar über Frank Thelen. Und der ätzt in seiner neuen Autobiografie gegen den Ex-Juror Jochen Schweizer. Jochen Schweizer ja mit seinem Unternehmen für Erlebnisreisen insolvent gegangen. Er hat ja noch diese Riesenkuppel mit Erlebnis, also so eine Art Megapark. Entschuldigung. Das hat er wohl noch weiter. Das Geschäft basierte sowieso eigentlich eher darauf, dass die Leute ihre Gutscheine nicht einlösen. Das ist schon krass. Auf jeden Fall, was hat Thelen geschrieben? Es ist eine objektive Beobachtung von Judith Williams und mir, dass der Stress am Set weg ist, seitdem Jochen Schweizer weg ist, schrieb der Unternehmer. Jochen Schweizer hat im November 2016 kurz vor Ende der 3. Staffel überraschend seinen Abschied aus der Gründershow verkündet. Und Jochen Schweizer hat sogar seinen Sessel heimlich höher als die anderen Löwen bauen lassen. Das zeigt schon Ego. Zwar haben Thelen großen Respekt vor der Lebensleistung von Jochen Schweizer, der mit dem gleichnamigen Gutscheinportal zum Multimillionär geworden ist. Bei den Dreharbeiten zu der Höhle der Löwen habe er sich mit seinem Ego aber selbst im Weg gestanden. Thelen nennt in seinem 288-seitigen Buch auch kuriose Beispiele. Zum Beispiel Frank Thelen links und Jochen Schweizer rechts werden wohl keine Freunde mehr. So soll sich Schweizer über ein von Thelen getragenes Hemd beschwert haben, da es ihn in seinen Augen zu sehr in den Vordergrund der Sendung rückte. Oder noch abgefahrener, er hat sogar
zumindest mein Eindruck, seinen Sessel heimlich höher als die anderen Löwen bauen lassen. Damit wollte er größer wirken, schreibt Thielen. Und es geht noch weiter. Bla bla bla, wegen den Unstimmigkeiten mit Jochen Schweizer macht Thelen in seinem Buch zusammenfassend ein Geständnis. Wenn er nicht gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich gegangen, da es mir einfach zu anstrengend mit ihm war. So schreibt Thelen weiter. Aus einer gemeinsamen Beteiligung an einem E-Commerce-Startup aus der Gründershow sei Schweizer inzwischen auch ausgestiegen. Löwen, ja, die zoffen sich ja schon vor 2 Jahren. Denn, dass Frank Thelen und Jochen Schweizer wohl keine engen Freunde mehr werden, ist übrigens keine Neuheit. Schon vor 2 Jahren sprachen Medien von einem zerrütteten Verhältnis der beiden Höhlen-Löwen-Stars. Warum? Die Bild hatte damals, glaube ich, war das berichtet. Thelen hatte damals im Gespräch irgendwie gesagt, dass die Gründershow nicht fair wäre und er hätte wenigstens die Ausstrahlung der letzten Folge abwarten können, sagte Thelen damals. Offenbar sei ihm seine Mitteilung wohl wichtiger als die Gründung der letzten Folge gewesen, weil da Schweizer ja verkündet hat, dass er aussteigt. Zwar dementierten Thelen und Schweizer daraufhin Meldungen, wonach die beiden sich ja verkracht hätten. Allerdings bezog Schweizer selbst nochmal Stellung vor den Vorwürfen und schrieb, dass Frank Thelen nicht mein Freund ist, ist mir jetzt klar geworden. Manche Löwen kommen mit mir eben super aus, andere weniger gut. Das sagte der Eventunternehmer gegenüber Gründerszene. Dann kommen wir nochmal einmal zum Zahlencheck. Es geht um Movinga. Vor 2 Jahren stand das gehypte Berliner Startup Movinga vor dem aus. Das kennst du erst mittlerweile bei ProSieben in Dauerwerbung. Sogar die Staatsanwaltschaft ermittelte zeitweise gegen die Plattform. Die vermitteln ja Umzugsunternehmen, also ein Lead-Gen-Geschäft. Nicht nur die Movinga-Gründer mussten das Startup darauf verlassen, auf Druck der Investoren halt, sondern auch zahlreiche Mitarbeiter. Die Investoren ließen das Startup aber nicht komplett fallen. Es wurde einmal saniert. Immerhin waren zuvor rund 25 Millionen Euro insgesamt in Movinga geflossen. 5 Millionen davon als Wandeldarlehen. War verbürgt und sollte die Jungfirma wieder aus der Krise führen. Wie schwer diese Krise natürlich tatsächlich war, das sieht man jetzt im Jahresabschluss für 2016. Dort ist ein Bilanzverlust, also ein Jahresfehlbetrag, bekannt gegeben in einer Höhe von, Achtung, 36,9 Millionen Euro. Krass, einfach nur krass. Die kleine Kapitalgesellschaft weist dabei einen nicht gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 11 Millionen Euro auf. Die Verbindlichkeiten betrugen 16 Millionen. Für andere Unternehmen hätten solchen Zahlen ohne Zweifel das absolute Ausbedeutet. Die Investoren aber retteten Movinga mit vielen, vielen Wandelanleihen. Und die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betrugen zum Bilanzstichtag 2016 11 Millionen. Und das aus diesen mehreren Wandelanleihen. Das erfolgte eine große, große Umstrukturierung bei Movinga. Knapp ein Jahr später waren die dann tatsächlich gerettet. Es gab ein neues Team. Das Team führte Finn Hensel und Santo Venture Capital. Auch ein paar andere Altinvestoren wie zum Beispiel Early Bird und Rocket Internet. Die investierten im Oktober 2017 wieder neue 22 Millionen. Und anders als erwartete, schlitterte dann auch nicht Movinga in die Insolvenz, sondern der harte Wettbewerber Move24. Und wen das ein bisschen interessiert, diese Geschichte von Movinga, der kann gerne mal auf deutschestartups.de gucken. Das war's dann auch wieder für heute mit den News. Ich hoffe, dir haben sie Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn du auch morgen wieder dabei bist. Und wie kennst du schon meinen Appell, ich möchte nicht, dass du für diesen Podcast bezahlst. Meine Währung ist Reichweite. Jeden Tag investiere ich 1 bis 2 Stunden, um dir diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Tu mir einfach den Gefallen in deiner Mittagspause oder in der Frühstückspause. Kopiere die Links aus den Shownotes und sende die einfach ein paar Freunde, die das auch interessieren könnte. Und empfehle mich gerne weiter, denn dann werde ich interessant für Advertiser und kann auch Journalisten einstellen, um dir kausal noch bessere Informationen zur Verfügung zu stellen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis morgen, dein Tom.